Winzige Mikroorganismen wie Pilze und Bakterien sind überall in der Natur zu finden. Auch wenn viele von ihnen gefährliche Infektionen verursachen können, fungiert die Mehrzahl als überlebenswichtige Partner, sogenannte Symbionten. Mikroorganismen sorgen für einen funktionierenden Stoffwechsel, die richtige Entwicklung und den Schutz, indem sie zum Beispiel lebenswichtige Nährstoffe und Wirkstoffe wie Antibiotika produzieren. Die Arbeitsgruppe der Chemikerin Christine Bimmelmanns untersucht am Hans-Knöll-Institut in Jena, welche biologischen und chemischen Faktoren für den Erfolg und die Stabilität einer Symbiose zwischen Mikroorganismen und Tieren wichtig sind. Meine Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit symbiotischen Bakterien, die einen besonderen Einfluss auf den Lebenszyklus von verschiedenen Organismen haben. Und ein Modellsystem ist das des marinen Polypen Hydractinia echinata, der in der Nordsee zum Beispiel vorkommt und dort vergesellschaftet ist mit Einsiedlerkrebsen. Und der Polyp hat einen ganz besonderen Lebenszyklus, der repräsentativ für sehr, sehr viele marine Lebenszyklen steht. Und dort untersuchen wir, wie die Morphogenese oder die Umwandlung des Organismus stattfindet. Wie Korallen gehört Hydractinia zum Stamm der Nesseltiere, Cnidaria, und weist, wie andere marine wirbellose Tiere, unterschiedliche Lebensabschnitte auf. Während die erwachsenen und geschlechtsreifen Organismen auf bestimmten Schneckenschalen wachsen und für die Reproduktion sorgen, entwickeln sich die befruchteten Eizellen in schwimmende Larven, die neue Lebensräume erschließen. Findet eine solche Larve einen passenden Ort, wandelt sie sich zum erwachsenen Stachelpolypen um und der Lebenszyklus schließt sich. Findet sie keinen passenden Ort, wird sie innerhalb weniger Tage verhungern. Doch was genau definiert einen guten Lebensraum, um die lebensnotwendigen Umwandlungsprozesse in Hydractinien wie auch vielen anderen marinen Organismen einzuleiten? Und welche Rolle spielen dabei die Schale, der Einsiedlerkrebs und Mikroorganismen? Um dies herauszufinden, kooperieren die Biologen und Chemiker eng mit der Wattenmeerstation des Alfred-Wegener-Instituts in List auf Sylt. Die nördlichste Forschungseinrichtung Deutschlands liegt nur wenige Schritte vom Wattenmeer entfernt und bietet mit ihrer modernen Forschungsinfrastruktur eine ideale Ausgangsbasis für marine Forschungsarbeiten. Das artenreiche Wattenmeer bildet auch das natürliche Habitat von Einsiedlerkrebsen und damit auch dem Stachelpolypen Hydractinia. Um bewachsene Schneckenschalen zu finden, ist viel Geduld erforderlich. Denn diese werden von Einsiedlerkrebsen im Wattenmeer ständig auf der Suche nach Nahrung herumgetragen. Die Klimaveränderungen der letzten Jahrzehnte haben auch hier deutliche Auswirkungen auf das Wachstum und Vorkommen von marinen Organismen wie dem Stachelpolypen gezeigt. Seit 1984 haben wir ungefähr 1,5 Grad im Jahr wärmere Wassertemperaturen im Mittel. Das ist ungefähr vergleichbar zu der Situation auf Helgoland. Ist ja auch relativ benachbart. Interessant ist, dass der Haupttemperaturanstieg eigentlich im Herbst erfolgt. Also der Herbst zieht sich weiter in den Winter hinein. Und das hat dann auch sehr eklatante Auswirkungen auf das gesamte Ökosystem. Forscher des Alfred-Wegener-Instituts konnten zeigen, dass insbesondere Organismen, die höhere Temperaturen tolerieren, wie die pazifische Auster, um Sylt herum heimisch geworden sind. Zudem verändern erhöhte Wassertemperaturen die Wachstumsraten und Verbreitung der vorkommenden Organismen nachhaltig. Um solche klimatischen und biologischen Langzeituntersuchungen durchzuführen, werden in regelmäßigen Abständen Erhebungen an Fisch- und Planktonbeständen sowie geologische und klimatische Messungen mit dem Forschungsschiff Myer 2 durchgeführt. Auch Proben für Forschungszwecke und Fortbildung und Lehre werden dort gesammelt und zur Forschungsstation an Land gebracht. Um den Stachelpolypen Hydractinia in seinem natürlichen Habitat zu untersuchen, werden mit kleinen Schleppnetzen die mit Einsiedlerkrebsen bewohnten und mit Hydractinien bewachsenen Schneckenschalen gesammelt, die Funde dokumentiert und ausgewählte Stachelpolypen für den Transport vorbereitet. Keine Hydractinien drauf, die nehmen wir aber trotzdem mit.
Zurück im Labor am Alfred-Wegener-Institut beginnen die Wissenschaftler, um Christine Bemelmanns wichtige mikrobiologische Proben zu entnehmen und Langzeitstudien anzusetzen. Während direkte Messungen einen ökologischen Schnappschuss ermöglichen, versuchen die Wissenschaftler durch Langzeitstudien langfristigere Einblicke in die Wechselwirkungen der Mikroorganismen und der Polypen zu erhalten. Dazu wird ein Teil der Hydraktinien auch für den Transport nach Jena vorbereitet. Zurück am Hans-Knöll-Institut werden die empfindlichen Organismen für mikrobiologische und molekularbiologische Untersuchungen in Meeresaquarien gehalten. Also hier sehen wir jetzt das Modellsystem, was wir im Labor unter kontrollierten Bedingungen halten. Wir haben die Hydraktinien aus der Nordsee in das Aquarium gebracht und dort können wir sie unter kontrollierten Bedingungen untersuchen und schauen, wie sich das Mikrobiom des Polypen verändert, je nachdem, welchen Bedingungen es unterworfen ist. Wir haben zwei verschiedene Modellsysteme von Hydraktinia. Einmal den Polypen, den man aus dem Gebiet um Nordamerika herum isolieren kann. Und dieser befindet sich auch auf sogenannten Glasslides. Und dann haben wir noch den Modellorganismus aus der Nordsee, der sich noch auf den Originalschalen befindet. Die sind zwei unterschiedliche Bedingungen, die wir jetzt hier im Labor untereinander vergleichen können. Anhand der verschiedenen Hydraktinienkulturen untersuchen die Wissenschaftler die Diversität und Funktionen der vergesellschafteten Mikroorganismen, um Einblicke in die Stabilität und Dynamik ihrer Zusammensetzung zu erhalten. Doch was genau macht Bakterien so wichtig und attraktiv für die Larven, dass sie die Umwandlung und das Erwachsenwerden induzieren? Um diesem lang verborgenen Geheimnis auf die Spur zu kommen, ist geduldige chemische Detektivarbeit nötig. Ich interessiere mich für die Naturstoffe, die von den isolierten Bakterien produziert werden. Diese besitzen eine Aktivität zum Schutz der Hydraktinien und zur Induktion der Metamorphose von Hydraktinienlarven. Zunächst inkubieren wir die Bakterien. Danach extrahieren wir die produzierten Sekundärmetabolite und analysieren die Extrakte mittels HPLC und LCMS. Um die Strukturen danach zu identifizieren, isolieren wir die chemische Verbindung aus der Kultivierung im größeren Maßstab und reinigen sie durch präparatives HPLC auf. Schlussendlich wird die Struktur durch NMR, MS und andere Methoden charakterisiert. Untersuchungen der Wissenschaftler haben in den letzten Jahren gezeigt, dass nur wenige Bakterien die richtige Mischung stimulierender Substanzen produzieren, die die Umwandlung in den erwachsenen Stachelpolypen induzieren. Obwohl die genauen Wirkungsweisen dieser Naturstoffe noch unbekannt sind, ist die Gruppe von Christine Bemelmanns zuversichtlich, das langjährige chemisch-biologische Rätsel zu lösen. Aber auch nach der Umwandlung der Larve ist die Ansiedlung nützlicher Bakterien für den Schutz und die Ernährung des heranwachsenden Organismus essentiell. In meinem Projekt möchte ich die mit Hydraktinia assoziierten Bakterien finden. Die Hydraktinia helfen, die Einsiedlerkrebsschalen zu besiedeln. Dazu müssen wir die genomische DNA aus den Hydraktinia-Polypen, Eiern und Larven sowie aus Umweltproben wie Sand und leeren Schalen ohne Hydraktinien isolieren, um sie zu vergleichen und die wichtigen assoziierten Bakterien zu finden. Hier haben wir eine Kiste mit isolierter DNA, die wir verwenden wollen. Diese DNA wird verwendet, um das 16S-RRNA-Fragment mit den PCR-Maschinen zu vervielfältigen. Während Langzeitstudien zur Zusammensetzung des Mikrobioms Aussagen zu Diversität und Anpassungsfähigkeit ermöglichen, erlauben genomische Studien tiefere Einsichten in die Schutz- und Unterstützungsfunktionen mikrobieller Symbionten. Ich möchte wissen, welche Bakterien mit den Hydraktinien zusammenleben und wo sie sich befinden. Sitzen sie zum Beispiel im Gewebe, zwischen den Zellen oder kommen sie nur auf der Oberfläche vor? Dafür färbe ich die Bakterien in den Hydraktinien mit verschiedenen Fluoreszenzmarkern an, die spezifisch für bestimmte Bakteriengruppen sind. Hier habe ich einen Hydraktinienpolypen mit verschiedenen Fluoreszenzmarkern für Bakterien
und auch die Zellkerne der Hydraktinienzellen angefärbt. Man sieht, die Bakterien sitzen scheinbar nicht nur auf der Oberfläche der Hydraktinien, sondern auch im Gewebe drinnen. Auch wenn die Forschung der Gruppe um Christine Bemelmanns gerade erst am Anfang steht, so ist doch sehr schnell deutlich geworden, wie wichtig die richtigen Mikroorganismen für das Überleben des einzelnen Polypen und der gesamten Spezies sind. Die gesammelten chemischen, mikrobiologischen und genetischen Erkenntnisse werden den Wissenschaftlern in Zukunft helfen, das Rätsel um das Millionen Jahre lange Überleben von Hydraktinia und anderen Meeresorganismen wie Korallen und Austern zu lösen und auch die vielen identifizierten bioaktiven Verbindungen für den Menschen biotechnologisch zugänglich zu machen.